Ja, hallo. Heute wollte ich euch mal einen Zigbee-Controller vorstellen. Zigbee kennt ihr natürlich von der Philips Hue Bridge oder beziehungsweise dem Philips Hue-System an sich, von Osram, Litify oder Smart Plus. Ja, bisher habe ich und wie viele andere wahrscheinlich auch WLAN-Lampen neben dem Hue-System und kennen auch die zum Beispiel Sonoff Basics, die über WLAN laufen oder die Shellys. Ich habe mir jetzt mal einen Zigbee-Controller besorgt, damit ich meine normale Deckenlampe halt auch in das Philips Hue-System integrieren kann. Bisher habe ich da so einen Mischbetrieb und das ist natürlich auf Dauer ein bisschen nervig, weil ich da die Dimmschalter dann nicht mit dem WLAN-Sachen schalten kann. Und ja, dann wollte ich jetzt mal schauen, wie das so funktioniert, diesen Zigbee-Controller in die U-Bridge anzulernen. Man kann ihn natürlich auch in das Tuya eigene Gateway einbinden, was über das Zigbee-Protokoll läuft. Man kann es in IKEA Gateway einbinden. Es läuft direkt mit dem Echo Plus und dem Echo Show zweite Generation, wo der Zigbee-Hub schon mit integriert ist. Ist natürlich auch super. Und ja, eigentlich eine echt geniale Lösung, um halt nicht smarte Lampen auch smart zu machen und in das bestehende System zu integrieren. Gut, gucken wir uns mal eben an das Ding. Also der Controller, kleines Kästchen hier. Haben wir hier die Anschlüsse. Unten haben wir ein kleines Loch. Mitgeliefert wird auch eine Schraube, dass wir das dann irgendwo an die Decke oder wo auch immer festmachen können. Kleine Bedienungsanleitung ist dabei, wie man es installiert und anschließt. Uns noch mal die Daten kurz angucken. Also maximale Last 300 Watt sollte reichen für die meisten Lampen. Man kann es natürlich auch einfach zwischen, ich weiß nicht, ein Ventilator, Stromkabel durchschneiden, das Ding dazwischen klemmen und hinten wieder rauskommen lassen. Dann haben wir den Ventilator Zigbee-fähig im Hue-System zum Beispiel. Naja, da sind echt viele Möglichkeiten da. Und dann schauen wir uns jetzt mal die Installation an. Wer noch mal eben reinschauen will, man kann das Ding auch hier relativ leicht öffnen. Also das sieht für mich auch alles recht ordentlich verarbeitet aus. Moment, so. Okay, also wer sich da auskennt oder wen das wirklich interessiert, kann sich das hier noch mal anschauen. Auch hinten auf der Rückseite. Alles ordentlich verlötet. Ich habe da keinen Plan von. Bei mir muss es funktionieren und dann ist es alles gut. Installiere es aber hauptsächlich in der U-Bridge bei mir, weil ich sag mal, die meisten von euch werden fürs Zigbee auch die U-Bridge nutzen. Das ist einfach hier so das weitverbreitetste. Und ja, gut, dann gucken wir mal. So, zum Installieren habe ich jetzt erstmal alles hier auf meinem Schreibtisch angeschlossen, damit wir das mal in die verschiedenen Systeme installieren können. Input Phase Neutralleiter, Output Phase Neutralleiter. Also Input, da kommen dann im Endeffekt die Kabel aus der Wand, wenn ihr es an eine Deckenlampe machen wollt, wie ich nachher. Ich habe jetzt hier einfach so einen normalen Stromnetzstecker hinten dran gemacht zum Ein- und Ausschalten hier. Und in den Output, da kommt dann die Lampe dran. Phase Neutralleiter. Da habe ich jetzt einfach so eine, ja, einfache LED-Lampe bzw. Leuchtmittel von Samsung reingemacht, also kein smartes. Und das machen wir dann jetzt mal smart. So, als Beispiel installiere ich es jetzt einmal erstmal in den Litify-Hub von Osram und dann gleich in die U-Bridge, was ich dann im Endeffekt auch wirklich nutzen möchte. So, also jetzt zum Beispiel im Litify-Gateway gehen wir auf Geräte, oben rechts das Plus. Sagen Lichter und Plugs hinzufügen. Ja, jetzt braucht mein Litify Gateway wieder ein bisschen, bis er hier als online gezeigt wird. So, jetzt sind wir soweit. So, jetzt blinkt die Birne schon von selbst und wir sagen einmal suchen. Hat er eigentlich, glaube ich, schon direkt gefunden. Das müsste Device 2 sein, weil ich sonst nichts anderes habe, sage ich mal. Und gucken wir mal. Ja.
Das ist schon das Richtige, wie wir sehen. Ja, gut, so ist das dann im Lightify Gateway installiert. Was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, man kann diese Version von dem Zigbee Controller sogar auch dimmen. Light Dimmer. Gibt es einmal mit Dimm-Funktion und einmal ohne. Also mit dem kann man dann alles Angeschlossene, wenn es jetzt eine Lampe ist, sogar hell und dunkler machen. Flackert es ein bisschen. So geht's. Klar, irgendwann kommt dann zu wenig, weil die Lampe eigentlich gar nicht dafür gedacht ist. Aber es funktioniert. Naja, gut. Also wenn man ins ganz tiefe Dimmen geht, dann fängt die Lampe an, so ein bisschen zu flackern. Wie ihr seht, so ab 15, 16% ist dann auch alles okay. Dann wollen wir das Ding jetzt ja wieder raus haben, weil ich es ja in die U-Bridge installieren will. Dafür schmeiße ich es jetzt erstmal hier aus dem Lightify Gateway raus. Okay, entfernen. So, und dann ist es hier raus. So, dann machen wir das gleiche Spiel nochmal mit der U-Bridge, da wo ich es ja jetzt im Endeffekt installiert haben möchte. Dazu gehen wir dann in die U-App. Das Licht hier nochmal aus, damit man es hier besser sieht. So, dann gehen wir auf Lampeneinstellungen, Leuchten hinzufügen, Leuchten suchen. So, hat er erkannt, Dimmable Light. Alexa hat es jetzt auch schon sofort erkannt. Das ist schon mal sehr gut. Ja, das war eigentlich schon die Einrichtung in der U-Bridge, also völlig problemlos. Man muss das Ding auch nicht direkt an die Bridge halten, wie es manchmal so ist. Die steht jetzt immer noch bei mir im Wohnzimmer. Ich bin hier im ganz anderen Zimmer, also das hat wunderbar geklappt. So, dann gehen wir da mal drauf. Ja, das funktioniert. So, dann packe ich die jetzt schon mal in den Flur, weil ich die da ja an meine Flurdeckenlampe anbringen möchte. So. Da gehen wir bearbeiten und setzen das Dimmable Light noch mit rein. Neben zwei Tintlampen, die habe ich da schon drin im Flur. Und der Zigbee-Controller kommt dann an die normale Deckenlampe, die bisher noch gar nicht smart ist. Beziehungsweise mit dem WLAN Sonoff geschaltet wird. Und damit ich diesen Mischbetrieb nicht mehr habe, habe ich jetzt alles schön in der U-Bridge. So, jetzt installiere ich mir noch den Dimmschalter von U, damit ich das auch alles per Schalter ein- und ausstellen kann, die Flurbedienung sozusagen. Dann gehen wir wieder in die U-App, gehen auf Zubehör einrichten. So, und den Flurschalter hatte ich hier schon mal irgendwann installiert, den setze ich jetzt aber mal zurück. So, das möchte ich jetzt den Flur drauf haben und sage Standardeinstellung zurücksetzen. So, und dann gehen wir nochmal in den Flur rein. Jetzt sagen wir ja, ein Zimmer, wo, das ist der Flur, das ist richtig. Letzter Zustand ist auch okay, beim zweiten Tastendruck ist entspannen, also etwas gedimmt. Naja gut, das kann man sich ja alles noch installieren, was man da haben möchte. Ich mache jetzt einfach nur mal an und aus. Also oben ist ein, Mitte ist klar, Helligkeit erhöhen, verringern und aus ist ausschalten. Ja, das passt eigentlich alles. Probieren wir jetzt mal, ob es geht. Schalten aus, ja, geht aus, schalten ein, geht an. Wunderbar. So, dann gehen wir jetzt noch mal kurz in Alexa. Geh auf Geräte. Und da packe ich es dann in meine Flurgruppe.
Ich habe zwar schon in der U-Bridge die Flurgruppe, aber in der Alexa-App für Alexa, da ist das dann auch noch mit drin. So, Flurdecke-Schalter, das ist im Moment noch dieser WLAN-Schalter. Den nehmen wir da raus. So, das Dimmable Light wollen wir dazu haben. Das ist ja jetzt hier der Kasten. Ist wieder weggedrückt. So, Haken muss da sein. Flurdecke ist der Sonoff, den wollen wir nicht mehr haben. Und die beiden Tint, die sollen weiter drin bleiben. Die müssen dann hier unten irgendwo sein. Da sind sie. Ja, gut, speichern. Wunderbar. So, dann müsste es jetzt eigentlich schon funktionieren. Alexa, Flur ein. Ja, wunderbar, klappt. Alexa, Flur aus. Ja, wunderbar. Das war praktisch die Alexa-Einrichtung, auch völlig problemlos. Direkt in die Gruppe gepackt, Flur. Und jetzt installiere ich das Ding noch an meine Deckenlampe und dann bin ich wunschlos glücklich.